Die Zeit ist gekommen, meine Brüder. Bald öffnet die Teleportkugel denjenigen von euch die Tore, die sich heute auf die Suche nach Ruhm und Reichtum begeben. Und bald schon werden die Namen derjenigen kundgetan, die nach Dragonland vorstoßen. Ihre Namen werden in der Ruhmeshalle für immer in Stein verewigt sein. Zusammen mit den Namen der Menschen, die unsere Geschichte genauso sehr verändert haben, wie die Explosion des Sterns. Ich töte nur ungern Schwachköpfe. Sie sind drinnen! Hierher! Ruf die anderen! Los! Ayumi, das war ja zu erwarten. Du hältst dich nicht gern an die Spielregeln, oder? Tut mir leid, Meister. Aber ich setze die Teleportkugel jetzt ein. Es liegt mir nicht, untätig herumzusitzen. Los! Alle zusammen! Sie geht nach! Naomi! Los! Naja, du hast es verdient. Ich werde dich nicht aufhalten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen LP von TSA Retro. Wir spielen heute Blades of Time von Konami. Es ist erschienen 2012. Und ist ein Action-Adventure. Hack and Slash. Single und wie auch Multiplayer. Die Grafik ist nicht mehr ganz up to date, aber immer noch nicht schlecht. Ja, und deswegen, mehr gibt es jetzt irgendwie auch nicht zu sagen, würde ich sagen, ja, fangen wir einfach mal an. Schauen wir uns das Ding mal an. Ja, ich habe es schon mal ausprobiert, da habe ich ein Level mal durchgespielt zum Testen, aber wir fangen hier einfach mal komplett von vorne an. Schauen wir uns das Spiel mal noch einmal an. Okay, let's go, baby. Alles verloren, alles klar. Endlich geschafft. Das legendäre Dragonland. Ja, und da sind wir. Inselwächter. Hätte nicht gedacht, dass die mir so schnell über den Weg laufen. Aber wo steckt Zero? Ich dachte, der wäre hinter mir. Da sind wir im ersten Kampf. Sie sind wirklich aus Stein. Sowas hätte ich nie für möglich gehalten. Die redet relativ viel. Ja. Dragonland, das Traumziel eines jeden Schatzjägers. Ich fasse es noch immer nicht, dass ich hier bin. Mal sehen, was der Kompass sagt. In den Büchern steht, dass eine der Kompassnadeln zum Schatz von Dragonland zeigt. Aber von einer zweiten Nadel stand da nichts. Ja. Der äußere Pfeil zeigt dich zu nahegelegenen Schätzen. Zeigt mir den Weg zu nahegelegenen Schätzen. So. Klasse. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ah, wunderschön. Herrliche, warme Gegend.
Da sehe ich doch was. Ah, okay. Geht noch nicht. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon mal durchgespielt. Die erste Mission hier. Um zu testen. Ah, ein neues Schwert. Sehr gut. Um zu schauen, was es ist und wie es funktioniert. Deswegen nicht wundern, wenn ich einigermaßen Bescheid weiß jetzt, am Anfang. Das gibt sich hinterher relativ schnell wieder. Okay. Hoffentlich wird der Gildenmeister nicht sauer, wenn er merkt, dass ich seinen Kompass geklaut habe. Der Story-Kompass zeigt es hinten in die Richtung, wo wir gerade schon waren. Für einen Schatzjäger ist er viel nützlicher. Jetzt habe ich wieder dazwischen gequatscht. Ja, in dem Spiel wird viel gequatscht. Also nicht von mir, sondern von der Akteurin. Ayumi. Sich an all das zu gewöhnen, wird nicht so einfach sein. Hier gibt es die seltsamsten Phänomene. Zumindest kann ich jetzt alles mit eigenen Augen sehen. Soll ich hier auf Zero warten? Ob das so sinnvoll wäre? Verdammt! Wo bist du nur, Kumpel? Was ist mit dir passiert? Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nur, dass der sagenhafte Schatz hier irgendwo auf der Insel versteckt sein soll. Aber es gibt keine Karten oder Beschreibungen. Kein Wunder. Die Gilde ist schließlich die geheimnisvollste Organisation der Welt. Spielen tue ich das mit einem Xbox-Controller. Sehr angenehm zu spielen. Ja, schauen wir uns mal um, ne? Also alles ziemlich steinig. Das müssen die Wächter der alten Schätze sein. Genau wie es in den Büchern steht. Wenn das stimmt, ist es ein gutes Zeichen. Man bekommt nach und nach immer mehr Kombos dazu. Ich habe wirklich geglaubt, ich würde ein paar Hinweise finden, die die Gildenmitglieder für Schatzsucher hier hinterlassen haben. Sowas wie Zeichen auf dem Boden oder den Steinen. Naja, ist nix. Obwohl Zeichen genug. Ich könnte ja so etwas auf einen Stein schreiben wie Ayumi, die... Hallo. Du, Fremdling. Komm näher. Wer bist du? Ich bin der Geist des Altars. Du betrittst nun Dragonland. Dies ist der erste Schritt auf deinem Weg. Ich bin hier, um dir zu helfen. Um mir zu helfen? Ich suche meinen Partner, Zero. Das hat für mich keine Bedeutung. Meine Pflicht ist es, dir dabei zu helfen, Kräfte zu sammeln. Was meinst du damit? Ich bin hier, um den Schatz des Drachentempels zu finden. Wenn du etwas Wichtiges weißt, kannst du mir dabei helfen. Sonst verschwende nicht meine Zeit. Ich rate dir, dich von mir leiten zu lassen, wenn du überleben willst. Hier, mein erstes Geschenk für dich. Ich brauche keine Geschenke. Ich will niemandem etwas schuldig sein. Was hast du getan? Jetzt sind wir miteinander verbunden. Ich werde dich auf deinem Weg führen. Mit meiner Hilfe wirst du siegen. Sag, was willst du eigentlich von mir? Ich will, dass du den Weg zu Ende gehst. Ich habe dir die Fähigkeit verliehen, die Lebenskraft besiegter Feinde in dir aufzunehmen. Bring sie dann zu meinen Altären. Und du wirst belohnt. Bist du wahnsinnig?
Ich brauche das nicht. Nimm es zurück. Meine Geschenke verpflichten dich zu nichts. Jetzt geh. Aber sieh dich vor. Eine große Gefahr lauert auf dich. Hey, warte! Was für eine Gefahr denn? Ja, haben wir ein Geschenk gekriegt. Na toll. Jetzt guck mal ein bisschen bedröppelt. Was für ein ungutes Gefühl. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt bekommen wir Chi, wenn wir die Feinde töten. Eine Tür. Heiß. Ist ja unerträglich. Und man spürt die Hitze förmlich. Hoffentlich führt dieser Weg nicht ins Zentrum der Welt. Wäre ich nicht auf eigene Faust hergekommen, würde ich denken, ich wäre gerade in der Hölle. Aber vielleicht bin ich ja dort. Naja, wer weiß. Was passiert hier? Bin ich wieder auf was Neues gestoßen? Oh oh. Oh nein, verdammt! Diese alten Orte stecken immer voll Überraschungen. Die Suppe steigt. Lauf, Ayumi, und bleib ja nicht stehen. Ich wollte es gerade sagen. Mist! Verdammter. Was ist los? Das kann nicht wahr sein. Das bin ja ich. Den Witz finde ich aber gar nicht lustig. Ja, würde ich sagen, lauf wir mal hinterher, oder? Alles steht still. Selbst das Feuer ist komplett bewegungslos. Unglaublich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber das ist unmöglich. Zero würde mich auslachen. Zu Recht. Die Zeit läuft wieder weiter. Wer ist dafür verantwortlich? Werden wir es herausbekommen? Fragen über Fragen. Was zum Teufel? Spinnen? Die sind riesig. Woher kommen sie? Und da fliegt das Ski auf uns zu. Ich hasse Spinnen. Davon hat der Altar also gesprochen. Ihre Lebenskraft. Ich zapfe sie ab. Ist da was, wo man öffnen kann? Wohl nicht, ne. Eine magische Barriere. Da geht's nicht weiter. Hier sieht es genauso aus wie an einem der Orte, die ich in einem alten Buch über Dragonland gesehen habe. In diesen Truhen lagerten einst die großen Schätze alter Zivilisationen. Aber wo soll ich suchen? Ein Blatt Papier. Gestern stieß unsere Gruppe nach Dragonland vor. Doch ich suche dort nicht ganz dasselbe wie die anderen. Hier wimmelt es überall vor unbekannten Pflanzen und Tieren. Und vor mir ist sicher noch nie ein Biologe dort gewesen. Aber genau deshalb bin ich hier. Mir ist bewusst, dass dieses Land voller Gefahren steckt. Doch ich bin gewillt, den Preis für neues Wissen zu zahlen. Ich werde auf meinem Weg immer wieder kurze Nachrichten hinterlassen. Sie werden dem Leser hoffentlich helfen. Edward Boyle, Autor der Zeitschrift Eigenarten der Natur. Ja, gut. Sieht wie ein großer Schalter aus. Was wohl passiert, wenn ich da drauf trete? Na, was wohl? Hier stehen überall Statuen rum. Das ist vorhersehbar, denke ich mal.
ist ganz sicher der Schalter. Das muss der Türschalter sein. Ich kann in die Zukunft sehen.